Simtastischen Tag, Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es sich um das Spiel South Park, der Stab der Wahrheit drehen. Ich bin gerade ein bisschen sauer, muss ich ganz ehrlich sagen, sagen wir mal, ein bisschen enttäuscht. Ihr müsst wissen, ich bin echt ein extrem großer South Park Fan und kenne echt, glaube ich, fast jede Folge und ich liebe einfach nur diese Serie oder die Filme auch. Und die Spiele habe ich auch ganz gerne gespielt und da kommen wir dann zum Stichpunkt des Videos. Und zwar wird es sich hierbei um South Park, der Stab der Wahrheit drehen. Das Release stand eigentlich fest und das wäre der 6. März 2014 gewesen. Und ich habe mich echt monatelang auf den Tag gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir heute eine Paysafe-Karte gekauft und habe mir das Spiel auch, sage ich mal, schon gekauft. Also nicht vorbestellt, aber gekauft. Und muss mitbekommen, dass das Release verschoben wurde und das gibt mir echt schon wieder so einen Kotzreiz irgendwie in die Fresse, weißt du? Und Alter, das regt mich sowas von total auf, also das könnt ihr mir gar nicht glauben. Ich meine, muss ja jetzt nicht South Park sein, aber beispielsweise ihr freut euch auf Watch Dogs, ja? Das kommt ja auch bald raus. Weiß ich nicht wann, aber das wird auf jeden Fall auch ein relativ geiles Spiel. Und stellt euch einfach mal vor, ihr wartet so lange auf dieses Spiel, ja. Und am Release-Tag wird das Release einfach mal wieder geändert. Ich meine, was ist das denn? Das hätten die sich auch ein bisschen früher überlegen können, denn ich wollte heute auch mal eine Folge aufnehmen, ne? Ich wollte mir das Downloaden heute kaufen, schon die erste Folge mal aufnehmen. Aber das ist gar nicht möglich, das geht halt einfach gar nicht, weil Ubisoft das Release einfach mal verändert hat. Ich erkläre mal kurz, warum die das überhaupt gemacht haben, weil viele werden sich jetzt höchstwahrscheinlich fragen, warum haben die das denn eigentlich gemacht und so, und kannst du uns das mal bitte erklären? Ja, ganz einfach, in dem Spiel wurde ein Symbol übersehen, wo bin ich stehen geblieben, ich weiß es nicht mehr, tut mir leid, meine Aufnahme hat gerade gestoppt. Ja, und zwar erkläre ich nochmal ganz kurz, warum die überhaupt das Release gestoppt haben. Das werde ich euch jetzt mal ganz kurz erklären, und zwar gab es da ein Hakenkreuz, ja, was man auch auf N24 oder auf irgendwelchen Doku-Sender oder auf irgendwelchen Seiten auch mal vorfindet, ja. Ich meine, das ist ein Teil von uns. Ich meine, das ist Geschichte, ja. Und ich meine, man muss sich da jetzt nicht so übel anstellen und wegen einem Hakenkreuz da einen Aufstand zu machen. Ich meine, ja gut, ist es nicht schön, ne? Ich meine, man will es ja verdrängen, man will es vergessen, aber was wollen die damit bezwecken? Ich meine, das macht uns doch gleich nicht irgendwie zu Nazis oder so. Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn in dem Spiel irgendwie mal kurz ein Hakenkreuz zu sehen ist. Ich meine, es ist doch Geschichte. Ich meine, ja. Und ich finde, das ist Geschichte, das war mal und dafür müssen wir uns nicht schämen. Und irgendwie, das regt total auf, meiner Meinung nach. Ich meine, es haben sich so viele Leute, es gibt so viele South Park-Fans und so viele Leute haben sich einfach mal auf das Spiel gefreut. Und Deutschland und Österreich und ja, wir stehen jetzt dumm da. Wir dürfen jetzt höchstwahrscheinlich ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht aber auch ein paar Monate warten, bis es dann halt endlich dann doch in Deutschland mal rauskommt. Ja, und dann können wir es dann doch endlich mal spielen. Und das ist
meiner Meinung nach echt total scheiße. Und ja, Ubisoft, weiß ich nicht, hat sich bei mir irgendwie, also bei mir selber, übelste Minuspunkte richtig reingehauen. Denn ich finde es, das hätte man anders klären können. Das hätten die viel früher machen können, oder das hätte man noch über einen Patch machen können, im Nachhinein oder so. Und da jetzt hunderttausende von Fans einfach mal, ja, den Download oder halt den Kauf zu verbieten, das ist echt schon scheiße. Und naja, das war jetzt meine Meinung dazu. Sollte nur ein ganz kurzes Video sein, um meinen Frust so ein bisschen rauszulassen, ja. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare, ihr könnt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, so, jetzt hab ich's, wie ihr sowas findet. Ne? Also ich habe keine Worte dafür, ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauert, dass Ubisoft da mal hinne macht und maximal 2-3 Tage dafür braucht, was ich auch schon extrem lange finde, ja. Ja, Ubisoft, ich verstehe euch da nicht, aber sei es drum, was willst du machen, ne? Kannst du nichts machen und so. Ja, Leute, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao.